So, wir haben Gold erhalten und habt ihr es gesehen? Ich habe eben den Hund begraben. Alter Verwalter. Also das Spiel ist wirklich top bisher. Kann ich jedem nur empfehlen, dass es bei Steam... Ach nee, ah, jetzt hat es ja wieder den Normalpreis. Also ich habe es mir gekauft, als es vor, keine Ahnung, ein, zwei Monaten, je nachdem, wann ihr es jetzt seht, im Dezember 2009, Anfang Dezember, wurde das Spiel billiger. Und da hat es dann nur, ja, Dings, ich glaube 20, 30, 25 Euro oder so gekostet. Und ich sollte jetzt erstmal einen Zauber hierauf wirken. So, dann kommen wir jetzt, glaube ich, one step closer kommen wir dann. Einmal näher ran und jetzt muss ich da oben... Aber wenn ich da angreife, dann werden ja wieder Skelette spawnen, oder? Ich guck mir das Ganze mal an. Na komm. Hä, das klappt doch vorne und hinten nicht. Das geht doch gar nicht. Was soll ich denn jetzt... Moment mal. Komme ich hier schon hoch? Nein. Okay, dann wechsle ich auf Zauber und dann haue ich einfach mal eine starke Attacke raus und hoffe, dass ich da hinten treffe. So, aufladen, aufladen. Ich glaube, ich bin schon am Maximum. Und... Hä? Ich muss noch woanders hin, oder? Ich muss mich doch nicht... Muss ich mich wirklich hier vorne aufstellen? Ach so, klappt die Mechanik. Ja, das ist doch... Das ist doch sehr schön. Okay, wir müssen also immer hier diesen Pfeilen lang. Also... Ach, okay, die blau leuchten. Also als nächstes hier. Dann öffnet sich dieser Weg und wir kriegen Gegner. Sehr schön. Bam, sowas will ich doch sehen hier. Also ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr dieses... oh verdammt, ich lade einfach mal meinen Zauber auf. Kommt her. Kommt her, ihr verdammten Skeletons. Na komm. Ich wollte eigentlich, dass ich deinen Kollegen auch noch treffe, aber den mache ich dann einfach mal so. Jetzt gehe ich wieder in Nahkampf-Rage-Mode und ich will zuerst zur Kiste. Na los, Schatz, Schatz, Schatz. Na los, Hinder. Hundi, so, durchsuchen wir das Ganze. Jo, können wir eigentlich was anderes finden außer Gold? Ach ja, genau, ein Kreaturbeschwörungstrank. Trinkt diesen Trank, um den Zauber Kreaturbeschwörung zu wirken. Ja, das ist doch... Nehme ich doch dankend an. Immer wieder gerne und wir pushen jetzt erstmal hier die Platten durch. Da vorne ist noch ein Schatz. Komme ich da so hin? Komme ich, ne? Hier ein rechts. So, jetzt haben wir wieder Gegner. Die mache ich mal so kaputt. Zack! Keine Chance haben sie, keine. Die können gar nichts machen, haha. So, und zack. Wir zerfleddern die, obwohl man... Kann man Knochen überhaupt noch zerfleddern? Naja. Wir zermürben sie, sagen wir es so. Ha, wir machen Staub aus ihnen. So, hier ist der nächste Schatz. Durchsuchen wir. Und ich hoffe... Was haben wir da so drin? Wir erbeuten nur Gutes, hoffe ich. Militärhandschuhe. Moment mal. Das nehme ich mit. Und das wurde jetzt in die Ankleide getan, ne? Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was eben gekommen wäre, wenn wir Rechtsklick gedrückt hätten. Ich will jetzt erstmal hier rüber zum nächsten Schatz. Hier vorne haben wir gleich nochmal zwei Partien Gegner. Aber vorher, vorerst suche durch. Genau. Also ich bin wirklich nervös so ein bisschen. Und ja, vorher durchsuche ich nochmal den Schatz hier. Fertig ist. So, rüber. Und wenn wir hier vorne links jetzt gleich die Gegner bekommen, ne, dann gehe ich auf Magie. Aber wir bekommen sie anscheinend nicht. Haben die ausgelassen und jetzt haben wir da drüben welche. Na kommt, na kommt, na kommt. Du bist schon mal kaputt. Du auch, du auch, du auch, du auch. Einfach mal spam die Dinger. Da gibt es ja eigentlich keinen Nachteil dran. Ich meine, wir haben keinen Mana oder sowas. So, und jetzt, wie komme ich hier hoch? Am besten gar nicht. Ach, hier lang. So, hier sollte jetzt eine Treppe kommen. Dankeschön. Aber wo ist Hundi? Hundi, wieso stehst du da? Hundi, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein... Oh, ich kann dich hier noch nicht alleine zurücklassen. Doch, komm, kleiner Mann. Kleiner Hund. Hallo. Soll ich dich nochmal irgendwie hier erstmal hier... Zack. Ich koch dich nochmal durch hier. So, komm jetzt, Kleiner. Hallo. So. Am besten apportieren, da kann ich den Ball da... Ach, ausschimpfen! Oh, 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 Entschuldigung, nein, ich wollte den... Nein, 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 nein. Ich wollte ihn doch nicht ausschimpfen. Och, nein, ich bin doch nicht sauer. Ich bin doch nicht böse auf... Ich kann doch nicht böse auf Hundi sein. Komm hier jetzt.
Wir gehen einfach rüber, hallo, aber... Also böse bin ich dir nicht. Ich hoffe, der wäre sowieso irgendwann dann wieder bei mir gespawnt, weil... Wenn ich einfach weitergehe ohne den, dann... Wenn ich es bemerken darf, ich finde das ein bisschen fail, wenn das gehen könnte. Spinnennetz geht leider auch nicht kaputt. Gut, dann laufe ich jetzt einfach mal weiter. Und springe runter. So einen Sprung überlebt man... Das ist ja wirklich geil. Da fällt mir jetzt wieder als Beispiel ein Risen. Da kriegt man Schaden, wenn man von so einer Klippe springt. Aber hier, also... Fable 3 ist eigentlich bisher für mich das perfekte Spiel. Wir müssen jetzt nicht wirklich tauchen, oder? Ach, du Heilige. Hundi, warum bist du in so einer Situation nicht hier? Okay, wie nennt man das so schön? Splash-Diving oder so? Ich würde sagen, 3, 2, 1... Ich traue mich nicht, E zu drücken. Okay, jumpen wir runter da. Auch wenn ich jetzt gleich wahrscheinlich das Kotzen kriege, denn ich habe Höhenangst. Und da ist Hundi auf einmal. Okay, wenn Hundi dabei ist, gut, dann traue ich mich. Dann tauchen wir jetzt. Und komm, los, zack. Wow. Ach du Heilige. So, wenn wir wenn wir Umschalt gedrückt halten, schwimmen wir schneller, nämlich so. Da können wir ja richtig schön kraulen hier. Ach, hier können wir tauchen. Was haben wir denn hier vorne? Irgend so ein Sprudel. Ich tauche mal unter. Und wir haben Amethyst oder Amethyst halt. Ist ein besonderer Edelstein, genau wie Kobalt, Rubin, Saphir, Smaragd und so eine Sachen. Oder diese, wie heißt dieses komische mit E? Ach nee, das ist Emerald. Oh Mann, bin ich dumm. Das ist Smaragd auf Englisch, sofern ich mich hier gerade... Sofern ich mich hier gerade richtig dran erinnere. Ich glaube, das ist das. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und da vorne wieder zur Treppe hoch und dann einfach mal... Ich glaube, müssen wir da das Gildensiegel reinpacken? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich teste das jetzt mal. Wenn nicht, dann haue ich einfach einen Zauber raus. Ja. Okay, drückt zum Wirken eines Zielzaubers auf die Tür. Lasst dann los, wenn ihr zur Tür blickt. Wenn ihr euch im Nahkampf- oder Fernkampfmodus befindet, müsst ihr zuerst 2 drücken. Okay, dann machen wir das mal. Aufladen und go. So, Tür ist auf. Wir gehen ganz easy peasy hier mal durch. Und ich würde mal sagen, für den... Hallo? Hallo? Ich wollte sagen, für den Anfang, wo kann ich hier denn jetzt mal speichern bei Fable? Geht das auch irgendwo? Ja, ich will gar nicht zur Siegelstraße. Ach, verdammt. Egal, gut, dann bleibe ich... Ey, das war jetzt nicht nett. Das war nicht nett. Oh, das war gar nicht nett. Hundi, geh da weg, sonst werde ich dich verbrennen. So, und jetzt werde ich sie kaputt hauen. Wie die Lego-Klötze, als ich damals 4 Jahre alt war. Da habe ich sie auch einfach nur kaputt gekloppt hier. So, gehen wir mal weiter. So, hier haben wir noch mehr. Und ich würde jetzt einmal sagen, zack, durch die Menge hier. Und bam, und zack, und... Links, rechts, Haken ein. So gehört sich das doch. Na komm. Oh yeah. Also Leute, ich muss euch da mal was verraten, ja? Ich hatte ja jetzt längere Zeit wirklich schlechte Videos. Ich hatte ja auch kein so ein Spiel... Warte mal, der Hund hat was gefunden? Ja, wo? Ach, ein Grabungsort, okay. Was ich sagen wollte, ich hatte jetzt längere Zeit ziemlich, also... Naja, Hogcraft ist vielleicht ganz gut und so. Aber zum Beispiel Risen, da habe ich total gefailt in dem Let's Play. Damit meine ich, ich hatte da wirklich ein paar Aufnahmen, die, naja, zum Teil fehlte da mal ein Part, weil der einfach weg war, weil ich die Dateien nicht gebrauchen konnte. Dann war einmal kein Videomaterial da und es ist einfach nur Fail gewesen. Und so von den, naja, nicht gehypten Games, aber die Spiele, die ich wirklich jetzt so täglich bei mir jetzt hochlade, die ich wirklich richtig gerne jetzt spiele, wo ich weiterspielen will, wo... Naja, wie soll ich sagen, wo ich gerade wirklich der Fanboy bin und suchten will, da gehört Fable jetzt dazu. Da werde ich wahrscheinlich jeden Tag 2, 3 Parts rauskloppen. Hier haben wir einen Grabungsort. Wo ist denn der genau? Hundi? Ach, hier vorne. Ach, da haben wir einen Gegner. Ja, komm her. Ich mach dich One-Hit. So. Oh, der Fridolin lebt ja noch. Dieser komische da hinten. So, der auch. Den machen wir aber ganz einfach mal so. Platt. So. Ein Schlag auf die Kniescheibe und schon fällt er in sie. Oh, was wollt ihr denn jetzt alle noch? Ihr seid nervig gerade. Geht mal bitte weg, ich wollte hier graben. So, und da haben wir's. Oh, Leute, wie viele denn noch? Och,
Okay, da kommt noch einer, dann bin ich bereit. Und mache auch immer mehr platt. So, jetzt aber, Hundi, ich kann in Ruhe graben. Also, kommst du bitte her? Hallo, hier, du musst hier rauf. Ja, komm. Ja, danke. So, dann graben wir jetzt. Hundi geht mal zur Seite und wir finden jetzt, denke ich mal, Gold. Oder irgendwie Gargard. Dieses ist ein gewöhnlicher Edelstein. Ihr könnt ihn an einen Pfandleiher verkaufen oder als Geschenk verwenden. Gut. Wir haben immer noch den Auftrag mit dem, mit Sabin Albin Bashir. Keine Ahnung. Und da vorne haben wir Gegner. Finde ich nicht schön. Die sind hässlich. Die müssen weg. Zack. Na komm. Jetzt wird wieder hier ordentlich was rausgeschoben. Wollte ich jetzt schon sagen. Was rausgeschossen hier. Oh, Leute. Da spawnen sie wieder. Da sind sie neu. Da sind sie. Hier sind sie. Da sind sie. Oh, so viele. Hallo. Könnt ihr mal weggehen? Findet für Sabin den Schatz eures Vaters. So, und ihr seht ja, wie wir die instant kaputt machen. Also mit ein, zwei Schüssen hat sich das schon. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich wette, das wird sich nachher natürlich im Laufe des Spiels so ändern. Aber wir haben jetzt erstmal einen Schatz und den lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich bin ja hier der Indiana Jones auf der Suche nach den Schätzen. So, was haben wir da? Da haben wir 50 Gold und das hat sich doch schon mal gelohnt, weil unser Beutel klingelt mal wieder schön, fröhlich, munter. Und wo geht's hier lang, Heilige? Also das hier ist jetzt nicht unser normaler Weg, ne, by the way, weil der wird uns gar nicht angezeigt. Ich gehe hier einfach mal hoch in der Hoffnung, dass ich das... Oh, hier war ich schon mal. Aber hier konnte ich zuerst nicht runter, oder? Also jedenfalls wäre es unlogisch, wenn...